Und wenn man zu geizig ist, tut es mir echt leid, Leute. Okay, folgende Situation. Good morning! Heute ist Friday und ich gucke gerade das letzte Rap One Video, was gerade online gekommen ist. Rap One macht ja gerade eine komplette Berichterstattung der anderen Classics und heute startet Urs. Und ich bin so aufgeregt und ich bin so aufgeregt für Stefan und für Urs und ach, ich kann es glaube ich nicht ganz mitverfolgen, weil ich um die Uhrzeit ungefähr einen Call habe. Aber ich gebe mein Bestes, dass ich mal reinschaue. Bei mir gibt's Breakfast. Und dann startet der Tag. Neben dem Gestöhne von Urs mache ich mir jetzt mein Rice Pudding mit Pine Protein. Und als nächstes kommt Lauli. Welcome back to my YouTube channel. Weil ich bin so im Bodybuilding-Mode. Ich hab so Bock. Warum liegt da Zahnpasta? Warum liegt da Stroh? Das ist übrigens mein cutes neues Top von gestern. Finde ich nice. Und wir haben einen Oasis Sports Bra. Und es gibt Pre-Workout, meinen Pump Booster von Alani und Nootropic. Für Fokus. Und Pump. Los geht's, damit ich um 12 Uhr wieder hier bin für den Livestream. Und Hip Thrusts machen mich so glücklich. Ich weiß, ich sehe beim Satz und danach nicht so aus, aber wenn ich das geilste Gefühl im Glut habe, das ist für mich das allergeilste Gefühl, was man mir geben kann momentan. I've been on ghosts as a kid. Now I got a house full of kids. Where I get money is sick. Keep making that money flip. I've been on ghosts as a kid. Now I got a house full of kids. Where I get money is sick. Keep making that money flip. Way up. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. That went way up. Been that mouse to feed. I pray that check flow stay up. All of my bros, they been my bros. I'm talking day one. I'm talking day one. Been at boys. Me and my bros do roll new keys, no deal. We been at toys. Been at checks. Me and my bros just got on. Paper legit, all of my office legit. Got the game with a tight grip. On trip, but don't ever trip. Talking, keep running your lip. Me, I come through in the fourth. Me, I come through in the whip. Been at boys. Me and my bros do roll new keys, no deal. We been at toys. Been at checks. Me and my bros just got on God. I swear we been at next. I've been on ghosts as a kid. Now I got a house full of kids. Where I get money, you're sick. Keep making that money flip. I've been on ghosts as a kid. Now I got a house full of kids. Where I
selling them books as a kid. Now I got house full of kids. Where I get when he is sick. Keep making that money flip. I've been on ghosts since a kid. Now I got house full of kids. Where I get when he is sick. Keep making that money flip. Livestream kaufen. Das ist so geil, wenn man eine amerikanische Adresse hat übrigens. Ich kann hier so viele Dinge herbestellen. Und wenn man zu geizig ist, um einen Livestream zu kaufen, dann tut es mir echt leid, Leute. Das kann man schon mal machen, um einfach den Sport zu supporten, den man liebt. So, aber ich habe Hunger. Cream of Rice. Das war ungelogen gerade in 2,5 Minuten weg. Jetzt läuft hier gerade der Countdown, noch 2 Minuten. Ich bin excited. Ich hoffe, die starten auch mit Classic Physik. So, und vielleicht kann ich die 2 Minuten noch nutzen, um euch von meinem Beintraining zu erzählen. Ah, es war richtig gut. Erstaunlicherweise habe ich euch übrigens gezeigt, dass meine Apple Watch kaputt gegangen ist. Also nur das Band, das muss ich mir neu holen. Egal. Also, erstaunlicherweise war es wieder so, dass ich deutlich ungefähr eine halbe Stunde kürzer trainiert habe. Ich habe 2 Stunden trainiert. War aber einfach mehr im Fokus. Und das ist etwas, was ich jetzt wirklich machen möchte. Ich möchte weniger Pause zwischendurch machen, weil ich war manchmal schon abgelenkt durch Film, Videos und so. Und ich will da jetzt wirklich weniger am Handy sein, weniger Content machen und mehr trainieren, weil ich mache schon viel Content und ich mache mir da mal sehr viel Stress. Und ich muss da jetzt einfach mal auch Prioritäten setzen. Und ihr bekommt ja trotzdem eure Videos, so ist jetzt ja nicht. So, und dadurch habe ich weniger Pausen gemacht, hatte einen sehr, sehr guten Pump, hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich habe nicht alles abgefilmt, aber die Highlights habe ich nicht abgefilmt. Ich habe noch einen Beuger gemacht, den habe ich nicht gefilmt. Adduktor und Abduktor habe ich nicht gefilmt. Ich war erst gestresst, das ist den normalen Abduktor, dass der nicht frei war. Bin dann wieder an diese andere Maschine gegangen, die ich euch letztes Mal gezeigt habe, wo man so ein bisschen drin liegt. Habe die aber heute viel besser gespürt, weil ich herausgefunden habe, dass ich gar nicht mal unbedingt mit den Knien drücken muss, sondern dass ich mit den Fersen drücken muss. Und dann hatte ich einen richtig geilen Pump im Blut. Das hat auf jeden Fall gefruchtet. Bin dann zu einer neuen Variation gegangen, zu einem RDL, und zwar einbeinig an der Belt Squat, weil ich wollte eigentlich Kickbacks machen und die waren besetzt die ganze Zeit, da war ich genervt. Und dann habe ich, wie gesagt, die einbeinigen RDLs gemacht an der Belt Squat. Und ich habe die so geil gespürt, Leute. Ich habe die so geil gespürt. Habe einen richtig guten Pump reinbekommen. Richtig gutes Feeling. War richtig nice. Mein Verbrauch war wieder deutlich geringer. Ich glaube, ich war bei 600 Kalorien. Manchmal war ich bei 800 oder fast 900 Kalorien. Okay, das war auch im Goldstream, als ich in der prallen Sonne trainiert habe. Und hier noch einmal Appell an euch. Scheiß drauf, wie der Verbrauch ist. Es ist egal. Ihr habt mich auch im Kommentar gefragt, was ich von der halte. Ich habe meine Apple Watch nur, um meine Zeit zu tracken. Und ich finde es ganz spannend zu sehen, wie der Verbrauch ist. Plus meine Steps halt, ne? Und beim Cardio meine Zeit eigentlich nur. Aber ansonsten, ich gucke nicht auf den Tagesverbrauch. Ich meine, ich esse ja eh nach Plan, egal was für einen Tagesverbrauch ich habe. Ich mache mein Cardio nach Plan, ich mache mein Training nach Plan, ich esse nach Plan. Es ist mir egal, was die Apple Watch anzeigt. Und so solltet ihr das auch machen. Konzentriert euch auf euren Fortschritt. Wenn ihr Fortschritte macht, müsst ihr keine Anpassungen machen, weil alles nach Plan läuft. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann erhöht ihr oder reduziert ihr die Kalorienbilanz eben. Aber macht das nicht abhängig von der Zahl, die auf einer Uhr angezeigt wird, weil das egal ist und weil es im Endeffekt nicht aussagekräftig ist und ihr euch darauf nicht verlassen solltet. Alright, ich gucke mir den Shit jetzt an, werde nebenbei ein bisschen arbeiten. In einer Stunde habe ich noch einen Call, dann gibt es wieder eine Mahlzeit und dann gibt es Cardio. Und je nachdem, wie ich dann so drauf bin, wollte ich eigentlich direkt nach dem Cardio an den Strand fahren, wie der Verkehr ist vor allem auch, und wollte mich da noch eine Stunde vielleicht hinflezen. In der Sonne einfach nur rumliegen ist richtig geil. Und ich will mal ein neues Bikini-Wattel einweihen. See you later. Und Janet Layouk ist in der Moderation. Miss Bikini Olympia 2020. Ich habe Hunger. Wirklich Hunger heute. Schon viel getrunken, hilft gerade auch nicht so richtig.
hatte während Ostern mal gerade einen Call, deswegen habe ich gerade nur gehört, dass es wohl für Top 2 reichen könnte. Aber dass gegebenenfalls ein bisschen was an Härte gefehlt hat. We will see. Jetzt ist es 14 Uhr. Heute Abend um 18 Uhr hier ist das Finale. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall schauen wieder. Und jetzt esse ich erstmal. Dann gucke ich mal kurz auf meine To-Do-Liste. Und wenn jetzt nichts Akutes ansteht, werde ich direkt ins Cardio fahren und dann an den Beach. Wo sind wir? Wir sind wieder vor dem Gym. Und ich muss sagen, die 60 Minuten Cardio nach dem Beintraining sind schon immer eher ein bisschen eklig, wenn man sich aufraffen muss. Ich habe gerade auch wieder nochmal wirklich, glaube ich, nur 10 Minuten genappt, weil wenn ich irgendwas schreibe oder so, dann werde ich so müde. Und dachte ich gerne, ich will noch kurz einen Powernap. Habe alle Beach-Sachen dabei. Mal schauen, wie es mir nach dem Cardio geht, beziehungsweise wie der Verkehr aussieht. Ich habe Bock auf Beach! Wir sehen uns nach dem Cardio, Leute. Folgende Situation. Ich wollte zum Strand fahren, nach dem Cardio, um einfach mich kurz einmal im Wasser zu erfrischen. Und dann wieder nach Hause fahren, direkt. Hab gesehen, Navi 15 Minuten passt. Und dann waren einfach alle Strände geschlossen, sodass man da nicht mehr parken kann. Aber 18 Uhr anscheinend. Und es war mir 10 vor. Aber ein Parkplatz war noch offen. Das war der. Aber da konnte ich nicht ins Wasser springen. Aber ich habe mich einfach mal ausgezogen und Bilder gemacht. Ich glaube, es sind ein paar gute Shots. Es wäre halt geiler, hätte ich jemanden, der mich fotografieren könnte. Das wäre halt wirklich jetzt nice in solchen Situationen, weil sonst wären schon echt coole Pics. Coole Pics. So muss ich halt immer meine Kamera laufen lassen. Aber gut, so ist das. Ich freue mich auf Mexiko, dann kann Janine viele coole Bilder und Videos machen. Leute, ich fahre jetzt home, gucke mir die Arnold Classics zu Ende an. Und freue mich mega auf OS in den Finals. Und wir sehen uns morgen wieder. Hab euch ganz doll lieb!